Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Training. Mein Name ist Felix Schneider und das heutige Thema lautet Toleranzen. Die Fertigungstoleranz ist für den Zerspaner sehr wichtig, denn sie gibt Ausschluss darüber, ob das Teil noch in Ordnung ist, also dem Kunden verkauft werden kann, oder ob es nicht mehr in Ordnung ist, somit in den Schrottkübel wandern muss. Nur, woher weiß man denn, wann ein Teil noch in Ordnung ist oder nicht mehr? Hierbei hilft einem die Fertigungszeichnung. Auf der Fertigungszeichnung sind die Maße hinterlegt, die Fertigungsmaße, ebenso wie deren Toleranzen. Die Fertigungstoleranzen werden für jedes Fertigungsmaß separat angegeben, wie hier zu sehen an der Länge 67 plus minus 0,3 mm. Hier als Beispiel dient ein einfaches Drehteil, womit wir hier nur die Länge angegeben haben, um das Ganze zu vereinfachen. Hier oben sehen wir, die 67 ist das sogenannte Nennmaß. Das plus 0,3 mm ist das obere Abmaß und die minus 0,3 mm sind das untere Abmaß. Wie man anhand dieser Werte nun auf das Toleranzfeld kommt, zeige ich euch jetzt. Zu Beginn konnten wir aus der Zeichnung entnehmen 67 plus minus 0,3. Das ergibt das Nennmaß 67,0 plus 0,3 mm bzw. minus 0,3 mm. Ganz einfach durch Addition errechnen wir hier den höchsten Wert, der bei der Messoperation gemessen werden darf, um das Teil zu quantifizieren. Wir sehen hier, bei der Addition von 67 plus 0,3 entsteht 67,3 mm als Höchstmaß und als Mindestmaß entsteht 67,0 minus 0,3, somit liegen wir bei 66,7 mm. Diese Information ist für uns während der Fertigung sehr wichtig, sodass wir bei einer fertigungsbegleitenden Messung stets unterscheiden können, ist mein Prozess noch in Ordnung oder nicht mehr. Aber was ist der Prozess? Wie funktioniert das? Was sagen mir die Messwerte? Das erkläre ich euch jetzt. So, nun haben wir unsere Höchstmaß, unser Mindestmaß und jetzt stellen wir uns das mal ganz ein bisschen grafisch dar, um das einfach ein bisschen zu visualisieren, was meist für das Verständnis etwas leichter ist. Hier nochmal die obere Linie, ich habe sie euch benannt, deren richtige Namen gegeben. Hier haben wir die 67,3 mm, ist unser Nennmaß, addiert mit dem oberen Abmaß. Das ergibt die obere Toleranzgrenze. Hier unten die 66,7 mm, die untere Toleranzgrenze, in Klammer die Abkürzung UTG. Ebenfalls durch die Addition Nennmaß minus unteres Abmaß. Nun ist es so, dass eure Messwerte, als Beispiel dieses Kreuz, darf nicht unterhalb der Toleranzgrenze liegen. Ebenso wenig darf der Messwert oberhalb der Toleranzgrenzen liegen. Unsere sämtlichen Messwerte sollten sich alle in diesem Feld bewegen. Nun, wie ihr aber seht, ist diese Verteilung sehr wahllos. Hierbei gibt es noch einige Dinge, die man beachten kann oder sollte, um einen Prozess stabiler zu gestalten. Das zeige ich euch jetzt. So, weiter geht's nun mit einem neuen Begriff, der sogenannten Eingriffsgrenze. Diese Eingriffsgrenze gibt es im oberen Bereich unseres Toleranzfeldes und im unteren Bereich unseres Toleranzfeldes. Die Eingriffsgrenze gehört schon zur Regelkarte. Was wir hier gerade Schritt für Schritt aufbauen, ist eine sogenannte Regelkarte. Sie dient dazu, den Trend eines Prozesses zu erkennen und gegenzusteuern. Als Beispiel, wir messen jetzt Teile 1, 2, 3 und ihr seht, wir nähern uns der oberen Eingriffsgrenze. So, diese wurde dazu definiert, damit der Mitarbeiter reagieren kann, bevor dieser Trend sich wie folgt fortsetzt. Diesen Trend möchten wir nicht haben. Stattdessen muss der Mitarbeiter spätestens hier oder allerspätestens hier reagieren, an seine Fertigungsmaschine gehen und den Prozess nachjustieren. Im Normalfall ist das eine Korrektur der Prozessparameter. Somit ändern sich die Messwerte wieder und es läuft langsam wieder nach oben. Eine solche Eingriffsgrenze liegt im Normalfall bei ca. 10% der gesamten Toleranz. Wie wir das berechnen, mache ich gleich.
Ebenso wie die obere Toleranzgrenze gibt es auch eine untere Toleranzgrenze. Denn unsere Fertigungsmaße können sowohl nach oben wandern oder auch nach unten. Und beides möchte man einfach vermeiden. Deshalb zieht man beides mal diese Linien ein. Wir möchten uns, wie ihr bestimmt schon erkannt habt, uns innerhalb dieser beiden Linien bewegen. Innerhalb dieser beiden Linien ist unser Prozess sicher und beherrscht. Anhand unserer zu Beginn bestimmten Zahlenwerte, also unseres Höchstmaßes und unseres Mindestmaßes, ermitteln wir jetzt das komplette Toleranzfeld und anhand der Gesamttoleranzfeldbreite ermitteln wir dann die 10% für die obere Eingriffsgrenze und die 10% für die untere Eingriffsgrenze. So, der Wert für das obere Maß war die 67,3. Der Messwert für das untere Maß war 66,7. Wir subtrahieren das Ganze voneinander. Somit entsteht 0,6 mm. Die 0,6 mm sind die gesamte Toleranzbreite, die wir als Spielraum haben. Und 10% davon sind 0,06. Wir dürfen hier 0,06 mm haben, Abstand zur obersten Toleranzgrenze, und hier unten 0,06 mm. Somit, wenn wir das jetzt berechnen, haben wir hier oben 67,24 mm und hier unten haben wir 66,76 mm. Das sind die 10% Unterschied, wie vorhin bereits erwähnt, und hier oben 10% Unterschied, wie erwähnt. Das war mal ein grober Ausflug in die Statistik, in das Qualitätsmanagement, in die Qualitätssicherung, denn diese Bereiche sind alle sehr eng miteinander verstrickt. Aber ich denke mal, als Einstieg könnte das ein recht guter Anfang sein. Vielen Dank und vergesst nicht, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und stellt uns weiterhin gute Fragen. Dankeschön.